Ich sag Essensgeräusche, keine Schmatzgeräusche, weil die mag ich auch nicht natürlich. Ja, es wurde sich ja hin und wieder mal auch so ein Mukbang-Video gewünscht. Und reine Mukbang-Videos will ich jetzt auch nicht nur machen, weil ich mag einfach mit Geflüster, mit Gequatsche so nebenbei. Ja, da habe ich mir einfach gedacht, da ich ja euch was erzählen möchte, könnte ich das ja auch kombinieren. Diese Lady, zieht um. Ja, jetzt ist es raus. Ich habe eine neue Wohnung gefunden und es war auch reiner Zufall. Denn es war eigentlich auch gar nicht so richtig geplant, dass ich jetzt umziehe und vor allem auch noch dieses Jahr. Aber wie es so kommen sollte, happy darüber. Also, ab 1. September bin ich dann weg vom Fenster. Bin ich nicht mehr hier in dieser Wohnung. Jetzt werde ich quasi noch nebenbei, wie gesagt, die ein bisschen langsamer. Wenn es nur ein paar Sekunden war.
morgens sehr, sehr früh immer ausstehen. Ich stehe teilweise jetzt schon, also erst nach 5 Uhr schon auf. Ich muss dann über eine Stunde früh aus dem Haus. Warum? Weil ich auf dem Bus muss. Also wie ihr merkt, ich muss dann teilweise sehr, sehr früh raus. Und ich verliere wirklich sehr viel Zeit in meinem Alltag, quasi über 2 Stunden, wenn ich die Busse jetzt nicht verpasse. Wenn ich sie verpasse, dann noch länger. Und die Zeit ist sehr, sehr kostbar für mich. Die kommt natürlich nicht wieder. Ja, und ja, das ist einfach, wie gesagt, sehr, sehr stressig. Ja, die Karotte kann man nicht so gut schneiden hier mit diesem Messer. Dann werde ich sie einfach nicht schneiden, sondern einfach so nebenbei essen. Aber ich werde sie auf jeden Fall, bevor ich sie jetzt esse, nochmal waschen. Der Fall.
man das umdreht, sind weiße Blumen. Ja, das ist einfach ein cooler Background für die ASMR-Videos. Ja, auf jeden Fall werde ich dann auch noch irgendwas mit der Wand dann machen. Nicht gerade was lassen, sondern einfach mit Lichterketten, so wie ihr das kennt. Hatte ich ja jetzt hier quasi auch, aber das habe ich ja jetzt weggemacht. Ja, und mit den Sternprojekten.
kompensieren können. Weil anders geht es ja nicht. Ja, von nichts kommt nichts. Ich habe mir immer mal überlegt, ob ich ja vielleicht auch mal Videos drehe in der Natur. Weil dort, wo ich dann wohnen werde, da hat es auch eine mega geile Landschaft. Landschaft, wo man toll spazieren gehen kann, die Seele baumeln lassen kann. Ja, einfach chillen. Also falls ihr Bock habt, dass ich mal so Outdoor-Videos mache, schreibt es mir mal gerne. Habe ich bisher auch noch gar nicht gemacht. Videos draußen in der Natur. Ich selber schaue die wirklich gerne an. Gerade ich feiere es, wenn andere SM-Artisten Videos draußen machen. Ja, es kommt halt immer drauf an. Weil hier zum Beispiel, klar, die so meine Terrasse machen können, aber wenn man beobachtet wird, dann macht man es nicht so gerne. Wobei ich an sich habe ich ja keine Probleme damit, wenn jemand sieht, ich mache ein Video oder so, aber manchmal denke ich, man will dann doch alleine sein in einem Video. Einfach frei sein, ohne niemand herum. Aber wenn man weiß, man wird beobachtet und ja, seltsam angeschaut, dann hat man einfach nicht so die Muse dazu, das zu machen. Thank you.
muss ich sagen. Meine Cuties, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dieses Info-Veränderungsvideo, was auf euch so zukommt. Aber ihr werdet trotzdem hoffentlich dann mit Videos versorgt, denn dafür sorge ich wirklich. Ja, ich muss mir jetzt halt einfach quasi ranhängen. Und jede freie Zeit, die ich dann habe, wirklich auch nutzen und nicht sagen, ich mach's morgen oder übermorgen und dann verschiebe ich es immer wieder und dann, wenn es soweit ist und man braucht Videos und man keine hat im Vorrat, ist natürlich blöd. Deswegen möchte ich jetzt wirklich dann an mich ranhängen und vorproduzieren. Ich hoffe, es schaffe ich. Ich bedanke mich für